Ja, servus liebe Kinder, du hast schön, dass ihr heute wieder bei mir da seid. Heute kochen wir was typisch Schwäbisches und Urschwäbisches überhaupt, nämlich Spätzle. Und die haben wir wirklich selbst gemacht. Und die sind kinderleicht selbst zu machen. Und wie das geht, mit wenig Zutaten und wenig Aufwand, das zeige ich euch jetzt, beziehungsweise meine Spezialistin in der Küche. Komm. Als erstes wiegen wir für unseren Spätzle-Teig 750 Gramm Mehl ab. Das ist jetzt für 6 Personen oder für 6 Portionen berechnet. Für 4 Portionen wären das 500 Gramm Mehl. Aber ihr findet dann die genaueren Zutaten oder die genauere Zutatenliste auch noch auf Kinderauto. So, als nächstes schlagen wir jetzt ein Ei auf, geben das in eine Tasse und schlagen das dann auf. Und daraufhin geben wir dann das Ei, also wir nehmen insgesamt 6 Eier. Und es kommt dann zu unseren 750 Gramm Mehl. So, wir haben jetzt hier unser aufgeschlagenes Ei zu den 750 Gramm Mehl gegeben. Und das rühren wir jetzt hier also ich habe jetzt einfach einen normalen Löffel genommen, unter. Und das machen wir jetzt auch noch mit den 5 restlichen Eiern. Also ihr seht hier ein Ei, da kommt man jetzt nicht so weit, ne? Deswegen kommen jetzt noch 5 weitere Eier dazu, die ihr einzeln in der Tasse aufschlagt und dann hier zu der Mehlmischung gebt. So, wir haben jetzt hier unsere 6 Eier zu dem Mehl dazugegeben und es ist noch kein richtiger Teig. Und deswegen kommt da jetzt noch so ein circa Viertel Liter Wasser dazu. Müsst ihr halt gucken, damit der nicht zu flüssig wird oder zu fest. Gebt da einfach ein bisschen Wasser noch dazu und dann wird es. Also wir haben jetzt hier unseren Teig, ich hoffe man sieht es halbwegs, fertig. Der sollte so zähflüssig sein. Wenn er eben zu fest ist oder so, dann gebt einfach immer noch ein bisschen Wasser dazu. Ich muss jetzt hier nur noch ein bisschen rühren, weil da noch einige Klumpen enthalten sind. Ich denke, das sieht man. Und in der Zwischenzeit könnt ihr aber mal einen Topf mit Wasser aufsetzen und in das Wasser noch so ein paar Tropfen Öl und so circa 2 Teelöffel Salz dazugeben. Und dann geht es nämlich gleich los, wenn hier der Teig fertig ist, mit dem Spätzle pressen. So, das Wasser kocht jetzt noch nicht, aber ich erkläre es jetzt schon mal. Und zwar nehmt ihr jetzt hier aus unserem Teig, der jetzt hoffentlich bei euch allen klebrig ist, aber auch nicht zu flüssig oder so. Der kommt jetzt hier. Also wir haben jetzt nur so eine Kartoffelpresse. Aber die hat unten, ich hoffe man sieht's, so Löcher. Und ich denke, das reicht auch für unsere Spätzle. Das wird trotzdem funktionieren. Und da pressen wir jetzt gleich unsere Spätzle durch. Und da fülle ich jetzt gleich hier den Teig hier oben rein. Und dann können wir das einfach hier runterpressen. Unten kommen dann hoffentlich die Spätzle raus und fallen dann gleich in das kochende Wasser. So, das sieht jetzt im ersten Moment ein bisschen eklig aus. Diese Würmchen, nenne ich es jetzt mal, die es da unten rausdrückt. Bei unserer Presse ist auch das Problem, dass das ziemlich kleine Löcher sind. Aber ihr seht schon, das funktioniert und die fallen dann gleich ins kochende Wasser rein und ja, wird da. So, ihr seht jetzt hier, oder seht es vielleicht nicht mehr wegen dem Wasserdampf, wie unsere Spätzle jetzt aussehen. Also wenn sich jetzt hier so Schaum gebildet hat wie bei uns und die Spätzle oben schwimmen, also keine Angst, die fallen erstmal aufgrund ihres Gewichts eben nach unten, ne? Aber wenn die dann so oben schwimmen, dann könnt ihr hier so einen Schöpflöffel nehmen und die dann mit dem Sieb dann sozusagen abdrücken. Unsere Spätzle sind jetzt fertig und ich wünsche euch einen guten Appetit. Lasst sie euch schmecken. Das ist echt ein simples Rezept. Das dauert nur ein bisschen, bis ihr die ganzen Spätzle da entweder geschabt habt oder irgendwie durchgedrückt habt. Aber das lohnt sich wirklich und viel Spaß beim Nachkochen. Ja, liebe Kinder, Dora, das sieht doch aus wie aus dem Wirtshaus und wirklich selbst gemacht, diese tollen Spätzle. Und dann einen Salat dazu und Soße. Mehr braucht ihr nicht zum Glücklichsein. Das garantiere ich euch. Weitere tolle Ideen findet ihr auf kinderautor.de. Ihr dürft uns gerne liken, ihr dürft gerne unseren YouTube-Kanal abonnieren. Und ich freue mich, wenn ihr wieder bei mir reinschaut. Bis dahin, macht es gut. Pfiat, servus, euer Olli.